Na gut, machen wir mal weiter. Wir müssen das Haus von Rabus plündern. Ich habe mir meine Jacke geholt, weil es langsam ein bisschen kühl wird, so mitten in der Nacht. Außerdem habe ich gerade was gefuttert, frisch gestärkt, frisch getrunken. Zähne gesäubert für den Fall eines Falles. Jo, machen wir weiter. Ich spare mir jetzt mal die Erklärung, warum dieser Stream so lange läuft, wenn wahrscheinlich gerade keiner da ist. Ich finde aber geil, dass sie uns hier als große Truppe einfach reinlatschen lassen. Oh, hi. Da haben wir noch jemanden, den ich bestellen kann. Süßigkeiten. Oh, na wache ihre Süßigkeiten klauen, das finde ich aber fies. Das werdet ihr bestimmt nicht vermissen. Dann wollen wir mal sehen. Diesen Wachmann, der den ganzen Tag damit zubringt, in den Himmel zu starren, könnte man fälschlicherweise der Pflichtvernachlässigung beschuldigen, doch nichts könnte da weit ferner liegen. Nachdem er die Wolken über sich betrachtet und die Banalitäten der Existenz überdacht hat, ist in ihm die Erkenntnis gereift, dass er das Hirngespinst der Fantasie eines toten Gottes ist. Was? Keine Story. Sehr interessant. Kriegssperr mal eins. Breitschwert. Könnte nützliches Zeug sein. In der Tat. Breitschwert. Hat mehr Tempo. Weniger Angriff. Genauigkeit ist so viel besser von dem Federsäbel. Und hat halt mehr Angriff. Naja, nimm den Federsäbel. Irgendwann sollten wir ja mal durch ein Fenster einsteigen, habe ich gehört. Haus Rabus, Gefahrenstufe 11. Terran ist Stufe 1. Ups. Ich bin mir sicher, ein paar Encounter später wird sich das wieder regeln. Hier ist der Haupteingang. Arf, arf. Ach, da hinten ist eine Lampe als Gegner. Warum haben die hier drin Lampengegner? Ich find's aber toll, dass unsere ganze Truppe da mitmacht, hier zu raiden. Aber okay. Händlerfähigkeit. Ich glaube, es macht, glaube ich, mehr Sinn. Doppelt lieber auf den Sentinel da hinten zu machen. Ja, den können wir nämlich ziemlich sicher damit breaken. Mr. Deep, dein Lauffeuer fügt einem einzelnen Gegner Feuerschaden zu. Dann double steps doch mal bitte den Wachhund. Du haust einen Feuerball raus. Und Ophelia beweist ihre Heiligkeit. Zap! Keine Schwäche dagegen. Frechheit. So, jetzt aber. Stabby Dad. Therion, level up! Therion, level up! Ja. War irgendwie zu erwarten. Wenn man mit einem Level 1 Dieb rumläuft, dass er relativ schnell die Level kriegt. Eine anregende Pflaume. Tausend Lampen. Teilweise kennen wir die Viecher sogar schon aus unserem Heimatgebiet, witzigerweise. Ja, du hast auch ein... Du hast ein kleines und ein großes Schwert. Also du bist der Rogue und du bist der RPG-Hauptcharakter gleichzeitig. Mach mal die RPG-Hauptcharakterwaffe rein. Du stabbedabst den da zum Break. Ja. 8 Schaden! Oh Gott! Die arme Ophelia. Zack, Bruch. So, Ophi. Zap.
Wie viel Geld haben die denn so? 120. Ja. Steht ein Objekt von einem Gegner, was können wir von denen so stehlen? Olive des Lebens gestohlen. Ja, ja. Nett, schätze ich. Oh Mann, Eiswind. Haben sowieso keine elementaren Schwächen. Kaputt. Level up, level up! Tegra kriegt so schnell Level-Ups. Nicht, dass wir seine FP verbrauchen würden, sodass sie sich wieder auffüllen müssten. Aber trotzdem, er kriegt so schnell Level-Ups. Zumindest sehe ich gerade da vorne keine Kisten. Vielleicht bin ich einfach nur blind dahingehend. Eisschwäche. Ja, okay. Dann snipen wir doch den Sentinel als allererstes wieder. Du. Versuchst dich mal mit dem heiligen Licht an diesem Hund. Naja. Dann ist es wahrscheinlich eher Schatten oder sowas. Wobei Mr. Deep ja auch wieder keine Schattenfähigkeiten hat, muss man dazu sagen. Na komm, dagger den mal. Break! Ah, alle haben hier Feuerprobleme, also machen wir einfach mal Feuer rein. Standard-Händlerfähigkeit. Geht mein Geld klauen. 80. Mr. Dieb. Was haben die denn? Heiltrauben. Ist ja gar nichts. Ist ja lächerlich. Weil das so gut passt. Lumineszenz. Level up für Ophelia. Da kriegt sie direkt ihre Mana-Punkte zurück. Das ist gut. Boah. Gehen wir mal ins obere Stockwerk. Akiste! Mehr Heiltrauben. Die wir von den Gegnern jetzt auch einfach so klauen können, aber hey, was soll's. Oh, wir scheinen sowas wie einen Kapitän gefunden zu haben. Ah, Elektro hatten sie als andere Schwäche. Hm. Na, sie ist jetzt natürlich als allererstes dran nicht ganz so dolle. Hau dem auf den Kopf. Bastjo! Blitzschlag! Hm? Und du schaust mal. Ja. Klau dir mal hier irgendwie 40. Das wird ja immer weniger. Na gut, breaken wir die mal nacheinander. Break ist den da. Und du castest einen fetten Feuerball. Kaputt. Level up für Cyrus, level up für Therion. Schon wieder. Ist das hier eine solide Stahlwand? Das ist eine solide Stahlwand. Nipft. Noch ein neuer Gegner. Speerträger mit Schild. Und eine eher ungewöhnliche Kombo. Ravus Wache 2, Ravus Soldat 3. Ja dann. Friss Bogen. Mr. Gelehrter haut den Feuerball raus. Ich gehe mal davon aus, dass das Schwert anfällig ist. Nope, er war Dagger anfällig. Man kann es ja nicht riechen. Er ist auch nicht stabanfällig. Furchtbarer Schlag! Hat scheinbar tatsächlich Todesangst verursacht.
Passatsturmgebiet wird nicht. Oh, einmal schön mit dem Bogen. Mr. Dieb. Kriegen wir was geklaut? Nö. Ihr konntet nichts stehlen. Ach, die Todesangst verhindert, dass ich boosten kann. Wie gemein. Heiliges Licht. Okay. Hat zwar jetzt relativ viel Schaden gemacht, aber nicht so viel, wie wir wirklich haben wollten. Dead sah jetzt aber. Naja, vielleicht war es für das Gebiet hier sogar besser, dass wir Hanan nicht dabei haben, weil Madame kann hier ja keine Tiere fangen, außer den Wachhunden. Die ganzen Lampen hier, die sind ja, meine Güte, können doch eh nix. Okay, dann boosten wir den Bogen. Und Feuerball! Was haben die Viecher denn dabei? Olive des Lebens. Ist gekauft. Oder, gestohlen. Lumineszenz! Boah, soweit so simpel. Dann holen wir den auf den Dez. Dann haben wir den so lange auf den Dez, bis er tot ist. Wenn es auch mit den Castern ist. Und das läuft. Level up für Therion. Stufe 7. Stufe 11 ist empfohlen. Ist gar nichts. Langweilig. Okay, andere Seite. So viele schöne Räume, in denen man nichts finden kann. Dagger. Ja, das war zu erwarten. Du könntest schon mal einen von denen da hinten breaken, damit die jetzt nichts mehr machen. Mhm. Ich hätte dich gerne hier auf Soldaten-Duty. Kannst den anderen Sentinel breaken. Du rufst mir den wandernden Naturforscher. Blitzschlag! Aha, da haben wir seine Schwäche gefunden. Sehr gut. Ich hab's gehofft, aber nicht erwartet, aber da ist seine Schwäche. Oh. Passatsturm ist jetzt nicht so geil. Ophelia wird gleich regeln dürfen. Ophelia, ich habe gehört, du hast ein paar Combo-Punkte für eine fette Lumineszenz. Hat nicht so viel gemacht wie erhofft. Aber sie hat ja auch noch einen Naturforscher dabei. Und dann hätten wir hier auch noch einen Blitzschlag. Ja, gar nicht so schlecht. Er kriegt nochmal einen Zug, aber Klonk. Braver Naturforscher. Und der wandernde Naturforscher hat sich aus dem Kampf zurückgezogen. Find's aber schön, dass er bei diesem Überfall auf eine Villa eines reichen Menschen einfach so mitmacht. Es hat vieles. Anregende Pflaume. Ist jetzt meine. Ich könnte, aber ich will nicht. Klopf, klopf. Break! Können wir jetzt einfach umhauen? Dankeschön. Der konnte nicht mehr viel haben. Therion hat gleich schon wieder den nächsten Level Up. Das hier sieht mir zu richtig aus. Da schnappen wir noch eine Kiste. 800 Geldstücke. Das ist doch nett. Mhm. Gleiches Gebiet. Gebiet 2. Wir sollten eigentlich, ja, mit unserem lieben Dieb was Neues lernen können. Ja, jetzt ist aber die Frage, was wir wirklich haben wollen, ne?
Stern. Ich glaube, ich will die Eulensäure. Debuffs klingen eigentlich gar nicht so nutzlos. Wir haben bisher so gut wie nichts an Debuffs. Je nach RPG habe ich die Erfahrung gemacht, dass Debuffs somit das unfairste sind, was man haben kann. Weil die Gegner darauf gebalanced sind, nicht gedebufft zu sein. Du gehst mal mit einem normalen Schwertangriff erstmal darauf. Zack, Break! Jetzt sind wir einen Naturforscher wieder rein, weil er so ein lustiger Kerl ist. Okay. Gute Arbeit, wandernder Naturforscher. Ich bin stolz auf dich? Fragezeichen. Break! Und Kleriker Power, Lumineszenz! Warum nimmt er da vorne eigentlich nicht extra Schaden dadurch? Das ist friggin' Blitz. So, jetzt du hier, Blitzschlag. Oh, Therion, Stufe 8. Es geht voran. Wie lange braucht er eigentlich für die zweite Fähigkeit? Okay, hat sie schon. Bringt die Stärke des physischen Angriffs eines Gegners für 2 Runden lang. Machen wir dann den anderen Debuff noch mit rein. Zufallsangriff, Hilfsfähigkeit erlernt. Greift ihr einen Gegner mit einer nicht schädlichen Fertigkeit an, besteht eine Chance von 50%, dass ihr auch angreift. Okay. Bin ich nicht so begeistert von so 50%. Geschichten, aber okay. Windtracht. Was ist das Feines? Momentan habe ich eine schwarze Tracht. Windtracht, da hat mehr physische Verteidigung. Wer kann die denn am ehesten gebrauchen? Die beiden haben extra elementaren Angriff hoch. Also jetzt weiß ich leider nicht, ob Licht ein elementarer Angriff ist, aber wahrscheinlich schon, ne? Weil da unten... Ja, doch, es gibt sonst für Licht keinen Extrawert. Es ist unmöglich physisch, also ist Licht ein elementarer Angriff. Ist das besser als deine Bronzeweste? Ja. Dann zieh doch mal die Windtracht an. Hat er die Tür nicht gefunden. Zwei blitzschwache Wachen. Ja, ja, ja. Dann bereiten wir die doch mal auf ihr vorherstehendes Ende vor. Schwupp, schwupp. Aber... Ja. Blitzschlag! Doof, dass die andere Wache da tatsächlich nur Feuer-Eis als Schwächen hat. Zumindest für uns eher doof. Raubus Wache 2. Mal gucken, ob wir denn was klauen können. Ja, genau. 80 Goldstücke. Sehr schön. Her damit. Lumineszenz! Kannst auch noch was klauen, was haben wir da? Heiltraube, nix Tolles. Dann hau doch mal einen Feuerball raus. Break! Alle tot. Und noch ein Level Up für Therion. Wie sich das für Mr. Deep gehört, schätze ich. Hier habe ich gerade schon geguckt. Da scheint nichts zu sein.
oberste Stockwerk. Die hinten wollen erstmal malträtiert werden, damit sie breaken. Jo. Du kannst den anderen das snipen. Du machst einfach mal eine Lumineszenz in die Gruppe. Zack. Und ein dicker Feuerball. Break. Und weg sind sie. Level up für Tressa, Level 16. Sehr schön. Das heißt, Tressa wird sich jetzt auf ihre zweite Entwicklungsstufe entwickeln. Tressa entwickelt sich zu Tressa Texo. Oder sowas in der Richtung. Gut, dass keiner hört, was ich für einen Unsinn laber. Arf! Zwei von den elementaren Viechern. Dann break du doch mal den da hinten. Du bist doch relativ machtlos, Madame. Hattest auch gerade erst dein Level up. Mehr oder weniger ungünstigerweise. Na, ich greife einfach an. Das passt schon. Mhm. Mal eine Lumineszenz rein. Da haben sie. Und für dich haben wir eine wichtige Aufgabe, nämlich einen Feuerball da reinzuwirken. Tod und Vernichtung. Je weiter wir hier reinkommen, desto glücklicher bin ich, dass wir den Magier nicht rausgetan haben für Hanan. Traube. Wo muss ich lang? Oben oder unten? Erstmal haben wir noch einen Lampenkampf. 1000 Lampen. Stabby, stabby! So, Mr. Dieb. Das ist jetzt leider nicht so optimal, was du da so machen kannst. Verteidige dich einfach. Passt schon. Alles doof. Du haust dem dann mit einer Keule auf den Kopf. Und du kannst mal den Feuerball summonen. So, jetzt kannst du dir was von stehlen. Eine weitere Olive des Lebens. Und wir haben die 50% Chance ausgenutzt und das Viech durch unsere Fähigkeit gekillt. Ophelia Level Up. Tyrion Level Up. Da haben wir noch eine Diebeskiste. Eine belebende Nuss. Ich bin ein bisschen überrascht, dass hier drin keine Bediensteten oder sowas rumlaufen. Ich meine, hier sind Wachen in unglaublichen Mengen. In solchen Mengen, dass man sich fragt, wie in aller Welt ist ja eigentlich Platz für irgendwas anderes außer Wachen? Wird dieses Haus nicht in irgendeiner Form auch privat genutzt? Ist das nicht der Sinn so eines Hauses? Vielleicht irre ich mich da auch irgendwo. Vielleicht rede ich auch totalen Unfug im Delirium. Aufgrund von Schlafmangel. Zack, wump, hoch. Du machst nichts Spannendes, du kannst den besten Freund Naturforscher wieder reinholen, damit der gegebenenfalls ein Schild gilt. Yep. Brav. Wie sich das gehört, ne? Mach mal einen Blitzschlag rein. So. Habe die Ehre. Und
20. Meins. Juhu. Ach, du hast gar keine FP mehr. Bäh. Dann wird es wohl Zeit, eine anregende Pflaume einzuwerfen. Ist ja nicht so, dass wir davon nicht genügend geklaut hätten in letzter Zeit oder sonst nicht erhalten hätten. Ophelia hat allerdings gerade erst ihren Level up und dementsprechend Lumineszenz. Oh, das gilt für alle Charaktere, wie nett. Aber, Moment, nee, es kann doch gar nicht sein. Das war keine nicht-damagende Fähigkeit. Ha. Warum genau habe ich den Angriff gekriegt? Ach so, ach, nevermind, dass ihr Naturforscher gewesen angegriffen hat. Ja, ich bin leicht müde. Zack. Oh, der Poison-Effekt hat mal geprockt. Oh, was Nettes. Jo. Und die Olive des Lebens haben wir wieder zurückgekriegt. Guter Tausch, schätze ich. Ich habe das Gefühl, wir haben unser Ziel gefunden. Ich liebe, wie sogar der reisende Krämer in diesem Haus steht, um uns Krimskrams zu verkaufen. Welchen Level hat Therion denn? 10, empfohlen ist 11. Verwirrungsstaubflasche. Stabby. Ah, wieder vergiftet. Da beschweren wir uns mal nicht so sehr drüber. Holen Bogen raus. Jawohl. Und Feuerball. Break. Ah, dem hauen wir einfach auf den Kopf. Mit allem, was wir haben. Und dann wird er schon irgendwie umfallen, ne? Bögen! Ein bisschen brauchen wir da noch. Aber wir haben es gleich. Viele sind nicht. Ich will den empfohlenen Level für Therion und dann geht es in den Bosskampf. Sofern wir nicht ganz, ganz kurz vor einem Level hat man noch irgendwem stehen. Dann hole ich das auch noch eben schnell. Du greifst den dann mal eben zweimal an. Du double steps den da. Du rufst unseren besten Freund, den wandernden Naturforscher. Blitzschlag! Dankeschön. Und Mr. Cyrus hat sie die Ehre. Sie leben ja beide noch, okay. Dann hat er nochmal die Ehre, wie es aussieht. Also Blitzschlag. Es dürfte da eigentlich nicht mehr viel fehlen, oder? Nummer 1 weg. Oh, mein heiliges Licht. Einfach gesappt. Level up Cyrus, level up Therion. Wunderbar, dann haben wir es jetzt. Mehr kriegen wir da sowieso jetzt vorläufig nicht. Also. Heilung, Wunden heilen. Cyrus. Ja, sieht gut aus. Ophelia hat 130 FP, das sollte eigentlich reichen, hoffe ich. Dann speichern wir. Erfolgreich gespeichert. Ach, das ist unser Loot. Ein fetter blauer Diamant. Saphir. Wahrscheinlich eher ein Saphir. Das ist also der fantastische Schatz, von dem alle reden. Ein fetter Saphir. Wäre jetzt nicht der Schatz der Welt. Ich meine, wertvoll, klar, aber... Sieht für mich wie ein gewöhnlicher Edelstein aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er allzu viel wert ist.
Dieses Juwel ist mehr wert, als ihr mit eurem Verstand jemals ermessen könnt. Oh Gott, er wurde entdeckt. Eure Unfähigkeit, das zu erkennen, ist, gelinde gesagt, erschreckend. Wer zum Teufel seid ihr? Nicht viele können sich einfach so an mich heranschleichen. Außer natürlich, ich schlepp noch 4 zusätzliche Leute mit mir rum. Eigentlich sollte ich euch diese Frage stellen. Schließlich hat es noch kein anderer geschafft, so weit in das Haus einzudringen. Mit Schmeicheleien werdet ihr keine Antwort aus mir herauskitzeln. Das war nur ein aufrichtiges Lob gemeint. Erlaubt mir, euch zu gratulieren. Ihr seid der erste Dieb, der es bis hierher geschafft hat. Hört sich an, als hättet ihr nur darauf gewartet, dass das passiert. Richtig. Genau aus diesem Grund haben wir unsere Sicherheitsmaßnahmen derart ausgeweitet. Wir waren sicher, ein Dieb, der diese Herausforderung nicht annimmt, hat seinen Namen nicht verdient. Fahrt fort. Dafür haben wir sogar den Wirtshauswirt eingespannt. Seine Aufgabe, vielversprechende Diebe finden und sich Geschichten über dieses Anwesen ausdenken. Mit anderen Worten, ihr habt Diebe bewusst zu dem Versuch verleitet, dieses Anwesen auszurauben. Ich würde es eher als einen Appell an ihr inneres Naturell bezeichnen. Schon leicht bescheuert? Der große Schatz des Haus Rabus, bewacht von einer regelrechten Armee. Welcher Dieb würde sich schon diesen Ruhm und Reichtum entgehen lassen? Wir hatten große Hoffnungen, wurden aber ständig enttäuscht. Doch jetzt hat sich endlich jemand als würdig erwiesen. Das hätte ich ahnen müssen. Und doch habt ihr es nicht. Ich bin sehr froh über euren Mangel an Weitsicht. Und wo ist jetzt der Haken? Das muss ich euch doch wohl nicht erklären. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Heathcote. Ich bin ein Diener des Hauses Rabus. Ihr erwartet doch nicht von mir zu glauben, dass ich ein gewöhnlicher Diener mich heranschleichen kann. Wie auch immer, wer ihr seid, tut nichts zur Sache. Denn ich verschwinde nun von hier. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Auch wenn ich euch enttäusche, das werde ich nicht.